Super Mario hat über die letzten Jahre so einige Power-Ups erhalten. Neben dem klassischen Pilz gibt es Dinge wie die Feuerblume, den Tanuki-Anzug oder auch den geliebten Superstern. Aber heute geben wir Mario ein neues Power-Up, das ihm die Möglichkeit gibt, selbst die höchsten Wände zu überwinden. Denn mit jedem Mond, den wir einsammeln, springt Mario höher und höher. Beginnend mit sehr kleinen Sprüngen müssen wir uns bis zu 124 Monden hocharbeiten. Also viel Spaß mit Mario Odyssey, aber jeder Mond lässt Mario höher springen. So, wir sind wieder in Super Mario Odyssey gelandet und wie ihr im Intro schon erfahren habt, Ich kann nicht springen. Das ist gerade meine Sprunghöhe. Das heißt, ich werde hier mal jetzt nach vorne rollen und schauen, was ich so hinbekomme. Backflip, das ist mein Backflip. Ground Pound geht nicht. Das heißt, wir müssen jetzt unseren Weg mal hier nach vorne rollen und ein paar Monde sammeln, weil sonst wird es hier nichts. Okay, wir haben jetzt Cappy. Wir können aber nicht springen. Wir können unseren Hut werfen und dann können wir drauflaufen. Weil das recognize das Spiel nicht als Jump, sondern es ist ein Vault. Und das geht. Das heißt, wir kommen hier den Weg eigentlich ganz gut hoch. Vor allem ist da auf der Seite eh noch ein Weg. Und wir brauchen den ganzen Spaß eigentlich nicht. Aber trotzdem. Nein, was passiert hier? Nein! Wie komme ich da... Wait, wie komme ich da wirklich raus? Hallo? Okay, never mind. Boop. Nein, Cappy! Ah! Hallo, Froschis! So, hier rüber. Zack, 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 zack. Easy. Okay, den Captures können wir zumindest normal springen. Das ist gut. Zack. Alles ganz normal. Okay, linker Weg darauf ist eh keine Option. Wir müssen hier rechts gehen. Okay. Hier wurden extra Stages gebaut, dass wir hier oben rauf können. Crazy. Topper, komm her. Komm her. Geht's mit einem Vault? Nein, ich habe ihn verpasst. Ah. Na, ich habe ihn schon wieder verpasst. Was ist das denn für ein Kacklevel? Komm her. Dann machen wir mal Bonk. Bonk, bonk, alles gut, okay. Jetzt können wir rauflaufen. Jetzt können wir uns runter droppen lassen, nämlich. Alter, ich bin so smart. Bonk, bonk, bonk. Nein, komm her. Topper. Muss ich bewolken. Sehr gut. Easy. Super Mario Odyssey. Oh mein Gott. Wait, 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 wait. Habe ich den Minecraft-Mod noch drin? Willkommen in Super Mario Odyssey, aber alles ist Minecraft. Dino-Skip funktioniert ziemlich sicher nicht, weil wir aus dem Dino raus müssen und dann Dive-Jumpen. Aber wir können nicht Dive-Jumpen. Das heißt, wir müssen es hier vorvolten. Das Problem ist, die Minecraft-Welt ist noch so blockig. Das ist nochmal schwieriger. Jupp, jupp, jupp. Okay, hier kann ich normal springen. Danke sehr. So. Flup, 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 flup. 8-Bit Moon. Woo! By the way, wer hat den Super Mario-Film schon gesehen? Der ist echt geil. Bonk. Zack. Eins. Ich kann ihn ja nicht einfach so anjumpen. Zack, zack. Weg da. Ich will springen können. Ah! Was? Danke sehr. Oh mein Gott. Huch. Nice. Ist raus hier. Oh mein Gott. Er slidet. So. Flup. 5 Monde. Das Ding ist, die ersten paar Königreiche werden ewig lange dauern. Und dann ist es okay. Dann wird es ganz nice. Ich hätte gesagt, wir schauen mal, dass wir ganz normale Speedrunning-Route hinbekommen. Schauen, was wir erreichen. Also Vogel können wir vergessen. Das ist das Ding. Vogel werden wir uns einfach kaufen. So, da müssen wir jetzt drauf volten. Zack. Ich hasse es. Kommen wir da irgendwo rauf? Oh, zählt das als Jump? Die Blume? Das wäre insane, wenn sie es nicht tun. Oh mein Gott, sie zählt nicht als Jump. Zack. Zack, erster Mond. Nice. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert diesen YouTube-Kanal. Lasst doch einen Like da und schaut bei den anderen Socials vorbei. Instagram und TikTok vor alledem, um keinen Content mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video. Wir können den Mond nicht bekommen. Legit, wir können den Mond nicht bekommen. Wir können auch nicht Spin-Pounden. Oh mein Gott. Wir können keine Ground-Pound-Monde bekommen. Ah, das ist Quatsch mit Soße. Bullet Bill, hilf mir. So, dann machen wir es jetzt auf die Anfänger-Variante. Mario Odyssey gespielt zum ersten Mal. Okay, das heißt, wir müssen legit Story Moons machen. Ich hoffe, dass wir keinen Bossfight machen müssen. Okay, Ground Pound ist noch immer nicht zur Verfügung. Wir nehmen die Pflanze. Wie zur Hölle soll ich da rüberkommen? Okay, es trägt mich hier nach oben. Ah! Höhe! Sehr gut. Oh mein Gott, ich kann schon fast springen. Ich kann Backflip! Ist so ein Flickflack nach hinten eigentlich eher. Zack. So. Was ist denn das für eine Idee wieder, die ich heute hatte? Okay, wir sammeln jetzt so viele Monde ein, bis wir Ground Pounden können. Oh mein Gott, ich kann ja von Cappy Ground Pounden, oder? Ich habe ihn. Easy. Und ich kann hoch genug springen, damit ich ihn aufsammeln kann. Ich kann auch schon Long Jumpen. Na, oh! Richtig stark. Mario, ich bin stolz auf dich. Danke sehr. Jetzt in die 2D-Sektion rein. Zack. Easy. Komm. Komm. Easy. Ground Pound. Jetzt geht's. Wow. New Achievement. Ground Pound. Woo. Zack, 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 zack. Rauf da. Bullet Bill capturen. Die da oben können wir vergessen. Noch. Noch können wir sie vergessen. Okay, wir können aber Bullet Bill into Mond vom Anfang nehmen. Der bringt uns auf perfektem Kurs hierher. Nice. Okay.
Perfekter Ground Pound. Woo! Nice. Nächster Mond. Komm, Mario. Ich weiß, du schaffst es. Nein. Mario. Easy. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier nach hinten zu Oasis und schauen, was wir dort aufführen können. Wir machen einen well-getimten Flower-Power-Skip. Okay, wird easy. Nein! Es wäre alles so gut gewesen. Es wäre perfekt gewesen. Easy. Nice. Nächster Mond. Uns fehlen jetzt noch 5. Das Ding ist, wir werden uns jetzt einfach ganz stupide einen kaufen. Hi. Na? Alles klar? Ich hätte gerne diesen Mond hier. Danke sehr. Uns fehlt halt noch der Jaxi-Mond und der andere da oben. Aber es ist sehr angenehm, dass wir mittlerweile hier hochkommen zum Beispiel. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist für kleinen Mario. Ich weiß. 4 Monde, was fehlt uns denn noch? Hä? Bin ich nicht dumm? Oh mein Gott. Bin wirklich dumm. Wow. Den können wir auf jeden Fall bekommen. Und Sphinx... Okay, komm, Boletus Billus. Danke sehr. Funktioniert doch. Ey, wir haben ja schon richtig Höhe. Hallo. Na, alles klar? Erste Frage. Na klar. Blub. Okay, als nächstes machen wir aus taktischer Sicht Seaside, weil Seaside müssen wir nicht so viel springen. Wooded ist mehr Pain, dass man springen muss. Zack. Kommt ein Vogel geflogen. Ja? Nein! Easy. Jetzt nur noch die Pflanze wieder erwischen. Und reinsegeln. Bin der beste Super Mario Odyssey Spieler. So, Reisetipp, Mützenwurf. Super. Seeland. Können wir einen Bossfight spielen? Ja doch, wir sollten schon hoch genug springen können. Vor allem mit den extra Monden, die wir einsammeln. Okay. Zack. Easy, okay. Den snacken wir uns. Nice. Dann gehen wir hier rauf. Ah! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Easy. Reißverschluss auf. Übernehmen wir unseren ersten Fisch. Danke sehr. Der kann nämlich ganz normal schwimmen. Dann holen wir uns diesen Mond da unten. Nice. Kein Ding für Mario. Ich glaube, den Fight müssen wir normal spielen. Den Fight können wir nicht spielen auf Speedrunning im Weg. Vor allem, weil wir nicht Triple Jumpen können. Lul. Egal. Bonk. Easy. Gib mir deinen Mond, ich will springen. Flup. Okay, danke sehr. Ich glaube, wir haben schon die normale Sprunghöhe erreicht. Das werden wir gleich herausfinden. Über den Triple Jump müssten wir jetzt nämlich eigentlich den Wasserfall hochschaffen. Für kurzen Outfit-Change ist noch Zeit. Tag 1, 2. Sehr gut. Okidoki. Okay, können wir Sub-Area ganz normal spielen? Einen können wir auf jeden Fall holen, aber den zweiten glaube ich nicht. Ich versuche zuerst den zu holen und dann den zweiten. Vielleicht reicht das aus, jetzt den zweiten noch zu holen. Wir kommen hier nicht hoch. Schade. Schade, Sub-Area können wir nicht machen. Die können wir erst später machen dann wieder. Vielleicht zum Abschluss. So, und gib mir dann Mond. Okay, das Ding ist, wenn wir jetzt diesen Skip gehen, den man normalerweise geht, dann kommen wir in die Boots und da wollen wir nicht rein. Da wollen wir auf keinen Fall rein. Deswegen gehe ich mal nicht für den Skip, weil ich nicht weiß, wie viel Höhe wir haben, sondern schaue einfach, dass ich hier mit diesen kleinen Krautköpfen einfach rumkomme. So, zack. Können wir Flower Road Skip? Das ist jetzt die Frage. Bekommen wir den actually noch hin? Wir werden wahrscheinlich zu wenig Monde für Flower Road Skip haben. Ja, okay. Ich habe keine Höhe. Ich habe jetzt schon keine Höhe bei den ersten beiden Jumps. Okay, wir sind still ein bisschen short mit den Jumps. Danke sehr. Schaffen wir mittlerweile den Triple Jump? Oh, okay, ganz knapp. Es fühlt sich noch immer ein bisschen short an. Aber sollten wir eigentlich alles hinbekommen? Okay, haben wir hinbekommen? Nice, gut. Nein! So, den sollten wir aber hinbekommen. So ist easy. Zack, rein da. Okay. Zack, okay. Aber das sind 3 Monde und jetzt hüpfen wir sicher höher als normal. Okay, uns wird noch ein Mond und dieser Mond ist in der Sub-Area. Easy. So, warp back to the other sea. Zack. So, willkommen in Cloud Kingdom. So. Zack, nächster.
Zack, und bam, 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 bam. Und weg, Bowser. Tschüss. Das ist die Odysseus. Die sieht nicht so nice aus. Aber was nicht nice aussieht, sind unsere Sprünge. Die sind nämlich jetzt richtig geil hoch. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, war das knapp. Holy Schissel. Ich habe richtig viel Momentum. Wow. Woo. Zack, nice. Nice. Zack, sehr gut. Hui. Lost ist eigentlich ziemlich angenehm zu spielen, finde ich mittlerweile. Alter, ich springe so hoch mittlerweile. Crazy. Nein, es geht sich nicht aus. Oh mein Gott. Easy. Yeah, jetzt macht der Mod endlich Spaß. Hui. Aber wir super jumpen darauf. Sind wir Super Mario. Jetzt wisst ihr, woher das Super in Super Mario kommt. Einmal hier dagegen. Bonk. Und dann machen wir das Ganze hier drüben bitte auch noch. Nein! Nein, ich habe Klepto getriggert. Klepto, du weißt nicht, dass ich jetzt höher springen kann, glaube ich. Oh. So, was ich eigentlich machen wollte. Hier entlang, dann gleich mal hier springen. Den da oben lassen, genau. Und den Mond einsammeln, das war eigentlich alles.